Marcel Jottmann. Patrick Jottmann. Ja, Patrick, Marcel, schön, dass ihr da seid. Ja, ihr seid ja nicht die einzigen Jobmanns oder Jobmänner sozusagen. Eine große Familie, alle sind fußballverrückt. Ja, vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wer aus der Familie spielt denn alles Fußball bei euch? Fast eigentlich so ziemlich jeder. Also bei uns jetzt direkt in der Familie, mein Bruder spielt bei Thura Haxheide, ich selbst bei Nienow, mein Vater Trainer bei Nienow. Lasst uns mal schauen, ob wir vielleicht eine ganze Mannschaft zusammenbekommen. Also wir haben drei. Ja, plus einen Trainer, einen Torwart haben wir, einen Stürmer haben wir. Dann haben wir meinen Cousin Tim, der ist Innenverteidiger bei Wedel. Mein anderer Cousin Marc ist Innenverteidiger bei Osdorf. Dann haben wir zwei Verteidiger, einen Torwart und ich mach vorne das Ding, muss ich alleine machen. Und du knippst wir vorne. Wir haben noch unseren Onkel, also Olaf Jottmann, der ist Trainer bei Osdorf, den könnten wir vielleicht noch auf die 10 stellen. Dann haben wir da noch einen Zehner. Ja, und dann nehmen wir noch meinen Vater rein als sehr lauffaulen Sechser, der dann da irgendwie noch aktiv werden kann. Und die Bälle verteilt, schön mit der Übersicht und die Kommandos gibt. Eben, so der bringt ja auch die meiste Erfahrung mit sich. Marcel, dein Papa ist ja auch dein Trainer zugleich. Wird zu Hause nur über Fußball geredet oder viel über Fußball geredet? Ja, also mein Vater und ich, wir sind beide, wir ähneln uns sehr. Also wir sind eigentlich nur komplett fußballverrückt in jeder Phase unseres Lebens. Also wir fahren immer zusammen zum Training, da ist eigentlich nur Fußball das Thema. So privat fast auch nur, wir tauschen uns sehr oft über das Training aus, über die Spiele. Wir haben immer mal natürlich auch Phasen dabei, wo es einfach nur Vater-Sohn ist. Aber wir haben, muss ich ehrlich sagen, sehr viel schon, wo wir nur über Fußball diskutieren, reden, auch mit meinem Bruder, der dann immer noch dabei ist. Wir haben auch das Glück, muss man sagen, dass unsere Mutter wirklich auch fußballverrückt ist. Die ist. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also normalerweise hört man dann, könnt ihr nicht mal über was anderes reden außer Fußball? Also Patrick, kriegt ihr das gar nicht zu hören dann? Naja, anfangs schon. Anfangs hat man schon mitbekommen. Allerdings hat man mal irgendwann gesagt, okay, es macht keinen Sinn, die Männer da jetzt im Zaum zu halten. Man hat sich denen dann irgendwann gefügt. Aber man muss auch sagen, ist von Kindheit an halt in die Wiege gelegt mit mir und Marcel. Sie war halt immer mit auf den Plätzen dabei. Und sie interessiert sich auch wirklich für die Fußballspiele. Irgendwann muss man dann doch schon mal ein bisschen ernst werden am Tisch, wenn man dann mal was zu besprechen hat, was dann außerhalb des Fußballplatzes passiert. Aber es ist nicht so, als würde sie uns da jetzt ständig ermahnen, sondern im Gegenteil, sie probiert sich dann wirklich auch schon in die Gespräche wirklich intensiv mit einzubringen. Marcel, bei Patrick läuft es ja in diesem Jahr nicht so gut. Ja, vielleicht könnte er ja auch zum Niendorfer TSV wechseln, dann werdet ihr wieder vereint. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin im Moment dabei, so ihn ein bisschen zu bearbeiten. Er hat ja Anfang 2017 sein Auslandssemester. Ja. Anfang 2017 sein Auslandssemester. Das heißt, er hat in der nächsten Saison sowieso nur ein halbes Jahr, wo er hier in Deutschland ist. Von daher macht es eigentlich keinen großen Sinn, den Verein zu wechseln, weil es gibt auch wenige Vereine, die mit einem Spieler nur ein halbes Jahr erstmal planen. Aber ich muss ehrlich sagen, mich würde schon freuen, wenn wir irgendwann mal wieder zusammenspielen können. Und am besten ja auch bei Nienow, weil ja auch unser Vater da aktiv ist. Das wäre dann vielleicht so eine Konstellation, die ich wirklich begrüßen würde, ja. Ja, interessant. Auslandssemester, wohin geht's? Oder Auslandsjahr oder Semester? Semester. Nur ein halbes Jahr bis Ende Mai. Und geplant ist momentan San Diego. Steht auch schon alles in den Startlöchern, muss auch alles jetzt bestätigt werden. Aber das ist momentan so den Platz, den ich jetzt momentan anstrebe. Marcel, du bist erst seit der Winterpause bei Niendorf. Für dich geht's aber gleich schon wieder weiter, hast du mir vorhin erzählt. Ja, also ich habe das große Glück, vier Spiele jetzt gemacht zu haben, die gar nicht so schlecht waren. Und so eins davon haben wir gefilmt, da ist dir ein toller Kopfballtreffer gelungen. Ja, das wundert mich immer noch am meisten, dass ich den machen konnte, weil ich das eigentlich, glaube ich, noch nie so geschafft habe. Aber nein, du hast recht, also ich habe vier Spiele gemacht, die gar nicht so schlecht waren. So kam es dazu, dass ich mich, oder dass ich auch angesprochen wurde, vielleicht mal die Oberliga in Betracht zu ziehen. Und gestern hatte ich mein Gespräch mit dem Oberliga-Trainer. Und wir hatten ein sehr tolles Gespräch, eine Dreiviertelstunde lang, mit dem Endergebnis, dass ich ab der neuen Saison in der Oberliga von Niendorf spielen werde. Eine andere Sache noch, wir haben ein kleines Video für euch vorbereitet, von dem ihr noch nichts wisst. Ja, da schauen wir mal am besten rein. Hallo Marcel, hallo Paddy. Heute bei Epic TV auf der Couch, cooles Ding, finde ich klasse, freut mich riesig für euch. Wir haben uns auch damals schon immer gewundert, wie ihr euch für Fußball entscheiden konntet. War ja völlig untypisch für Familie Jottmann, dass da überhaupt jemand zum Fußball geht.
Aber gut, war auch schon vorgezeichnet. Genießt es heute, habt viel Spaß, verkauft euch gut und Marcel, tut mir einen Gefallen, lass deinen Bruder auch zu Wort kommen. Ich sag's doch. Ich sag es doch. Was meinst du damit? Naja, bei ihm ist das meistens so, dass er eigentlich vor lauter Wortgewandtheit nicht den Mund halten kann und gerne ausholt und weitläufig dann alles probiert zu erklären und zu erläutern und für andere gleich mitzusprechen. Deswegen ist es schwer, gerade so wenn man am Tisch sitzt, zu Wort zu kommen, wenn Marcel dabei ist. Aber heute hat das ja ganz gut geklappt. Gut verkauft habt ihr euch auch. Wir sind auch schon am Ende angelangt. Jungs, schön, dass ihr hier wart. Ich habe zum Abschluss noch mal ein kleines Geschenk hier, und zwar einen wunderschönen Regenschirm von unserem Partner Xtip. Ich habe mir auch sagen lassen, dass ihr gerne tippt, wie die meisten Fussis. Ja, so, hier ist einmal, erfolgreich, aber ja. Hier ist einmal der Regenschirm und ein Buch mit dem Titel Wenn schon, dann richtig von Thomas Bendler. Ein sehr schöner Leitfaden für eine erfolgreiche Saison, vielleicht auch was für Papa. Und ja, dann wünsche ich euch beiden eine erfolgreiche Saison und bleibt gesund. Super. Vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften.